Rückenschmerzen sind das Volksleiden Nummer eins und es gibt nichts, was in Deutschland so viele Arbeitsunfähigkeitstage und so viele Frühverrentungen auslöst wie Rückenschmerzen. Für die meisten ist das auch irgendwie ein ziemlicher Schock oder eine furchtbare Diagnose, besonders wenn das noch Bandscheibenvorfall heißt. Da hieß es früher häufig, das wurde gleichgesetzt fast mit einem Herzinfarkt oder mit einer ganz schlimmen Erkrankung. Oh je, ein Bandscheibenvorfall. Und ich möchte heute ein bisschen was darüber erzählen, dass das eigentlich etwas ganz anderes ist mit den Rückenschmerzen, etwas anderes auf sich hat. Und dazu erstmal das Zitat loswerden: Rückenschmerzen sind wie Erkältungen, mit Arzt 14 Tage, ohne 2 Wochen. Der das sagt, ist nicht irgendein Wald- und Wiesendoktor, sondern Chefarzt der Orthopädie an der Uniklinik in Köln. Und was er damit meint, ist, dass weit mehr als 90% der Rückenschmerzen von alleine wieder weggehen innerhalb von 2 Wochen. Und deswegen gibt es auch neben all den Empfehlungen, die sehr wichtig sind, dass man sich bewegt, dass man Gymnastik macht, dass man die entsprechenden Bereiche im Rücken dehnt und da Übungen macht, dass die wieder in Schwung kommen, gibt es eben auch so ein paar mentale Dinge, ein paar psychische Dinge, die man beachten muss bei Rückenschmerzen. Und davon möchte ich jetzt kurz erzählen. Die wichtigste Sache ist, nicht katastrophisieren. Was das heißt, also nicht denken, oh Gott, ich habe jetzt Rückenschmerzen, ich muss mich schonen, ich darf mich nicht bewegen, es ist ganz schlimm, ich muss mich am besten hinlegen. Sondern das bedeutet zuversichtlich sein und davon ausgehen, dass es von alleine bald wieder weggehen wird. Dass es also jetzt nicht ein schlimmer Schicksalsschlag und ein Einschnitt ist, sondern dass die Rückenschmerzen bald wieder verschwinden werden. Deswegen heißt es auch aktivieren, Aktivität, also Bewegung, so gut es geht. Und nicht passiv sein, sich aufs Sofa legen und sich in seinem Leid ergeben. Denn das ist vielleicht ungewöhnlich, aber Rückenschmerzen haben ganz viel mit der Psyche zu tun, mit unserer seelischen Verfassung. Es geht also darum, das zu verstehen, was vom Kopf auf dem Weg ins Kreuz passiert. Das wirkt vielleicht ungewöhnlich, weil wenn man beim Orthopäden ist, der hat häufig so ein Skelett in der Ecke stehen, da sieht man dann diese Knochenkette, die Wirbelsäule, und denkt, naja, das ist eine Frage von Statik und Mechanik. Aber tatsächlich hat kaum ein Leiden, kaum ein Beschwerdebild so viel mit der Psyche, mit dem seelischen Befinden zu tun wie der Rücken. Ich möchte das anhand von ein paar Beispielen deutlich machen. Es gab vor ein paar Jahren in der Schweiz eine große Untersuchung, da wurden beschwerdefreie Gesunde auf der Straße gefragt, ob sie Rückenschmerzen haben oder eben wie es ihnen geht. Und wenn die keine Beschwerden hatten, wenn es denen völlig gut geht, wurden sie gefragt, ob sie einwilligen, dass man Aufnahmen von ihrem Rücken macht. Also Röntgenaufnahmen oder Kernspinnen. Das hat man gemacht und dann hat man diese Bilder Orthopäden und Radiologen vorgelegt. Und die haben dann bei 34 oder 35%, also mehr als einem Drittel, gesagt, oh, die müssen starke Schmerzen haben und oh, der muss aber dringend operiert werden. Wie gesagt, das waren beschwerdefreie Gesunde von der Straße. Das heißt jetzt nicht, dass diese Ärzte schlecht waren oder nicht erkannt haben, was diesen Menschen fehlt oder dass ihnen vielmehr nichts fehlte, sondern dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem Befund, dem medizinischen Befund, also dem Bild, was man sieht, dem Röntgenbild oder der Kernspinaufnahme und dem Befinden der Menschen. Ein Drittel dieser Menschen hatten eine Wirbelsäule, die zum Grausen aussah auf dem Bild, fühlten sich aber gut. Und das kennt übertragen auf den Alltag, kennen das wahrscheinlich auch ganz viele, wenn sie mit Beschwerden zum Orthopäden gehen und der macht eine Aufnahme, macht ein Foto und sagt, ich kann aber nichts finden. Das sagt er so meistens nicht, sondern er sagt dann, naja, so ein bisschen alterstypische Degenerationserscheinung. Das hat aber jeder, wenn er 30 aufwärts ist, dass eben man der Wirbelsäule ansieht, dass sie nicht mehr ganz jung ist. Und das hat nichts zu sagen. Und deswegen gibt es Menschen, deren Wirbelsäule so aussieht, dass die Medizinern, dass denen sich die Haare kräuseln, weil da eben so viele Ecken und Kanten dran sind, die eigentlich nicht dahin gehören, so viele überschießende Knochenwülste oder andere Auffälligkeiten. Und trotzdem haben die Menschen keine Beschwerden. Was aber viel häufiger ist, die Menschen haben Beschwerden und diese Wirbelsäule sieht trotzdem aus wie aus dem Lehrbuch, außer vielleicht mit ein paar alterstypischen Abnutzungserscheinungen. Daraus folgt eben auch, dass 90% aller Röntgenaufnahmen vom Rücken unnötig, überflüssig sind. Zumindest in den ersten Wochen. Rückenschmerzen werden erst dann zum Problem, wenn Lähmungserscheinungen hinzukommen, wenn es starke Kribbelgefühle beispielsweise in den Beinen gibt
oder wenn es Blasen- oder Enddarmprobleme gibt, die damit einhergehen. Der Schmerz allein geht meist von allein wieder weg. Weil das so ist und weil sich das auch so langsam unter Orthopäden durchsetzt und unter anderen Medizinern, gab es Untersuchungen, dass man geguckt hat und wissen wollte, was führt denn dazu, dass Menschen Rückenschmerzen bekommen? Und da hat man, ausgehend von Orthopäden, die diese Untersuchung gemacht haben, hunderte Menschen untersucht und geguckt, wer von denen, die jetzt keine Beschwerden haben, wird in ein paar Jahren Rückenschmerzen entwickeln, in einem Jahr, in 2 Jahren, in 5 Jahren. Man hat Aufnahmen von ihrer Wirbelsäule gemacht, man hat diesen Zwischenwirbelraum vermessen, also das, was zwischen den Wirbelkörpern an Freiraum ist, hat man eine Flüssigkeit gespritzt, damit man sehen konnte, wie groß der ungefähr war. Und man hat auch ein Psychogramm erstellt. Und nach dieser Vorrede wird das kaum jemand verwundern. Die Menschen haben am ehesten Rückenschmerzen entwickelt, die psychisch, seelisch unzufrieden waren, die Probleme hatten, die Stress hatten in ihrem Job, in ihrer Beziehung, in anderen Feldern ihres Lebens, in anderen Alltagsbereichen. Und ganz besonders häufig war es doch berufsbedingt, und da kam es zu sogenannten Gratifikationskrisen. Gratifikation heißt Belohnung, also diese Menschen haben das Gefühl, sie tun was, sie machen, sie opfern sich auf für den Job, aber keiner erkennt es an, keiner sieht es, was sie tun. Und dafür kriegen sie sozusagen keine Anerkennung, keine Belohnung. Das muss nicht eine Gehaltserhöhung sein, das muss nicht mehr Kohle sein, sondern einfach die Wahrnehmung, ich sehe, dass du da was machst, dass du was tust. Und wer dieses Gefühl hat, der ist besonders anfällig dafür, Rückenschmerzen zu entwickeln. Aus diesem ganzen Kontext, aus diesen ganzen Beispielen, und da gibt es inzwischen viel, viel mehr Studien, Untersuchungen, die das gezeigt haben, kann man eben ableiten, Rückenschmerzen sind in den meisten Fällen nicht ein Problem der Statik und Mechanik allein. Da geht es nicht darum, schiefe Wirbelkörper wieder zurechtzurücken, sondern da knirscht die Seele und dann tun die Knochen weh. Das heißt eben auch, wenn man Rückenschmerzen hat, natürlich können diese Übungen helfen, des Dehnens, des Mobilisierens. Natürlich kann es bei ganz starker Anspannung und starken Schmerzen am Anfang helfen, diesen Schmerz und diese Muskelverspannung zu überwinden, indem man kurz hochdosiert Schmerzmittel nimmt. Aber dann ist es wichtig, erstens zuversichtlich zu bleiben und damit zu rechnen, dass es wieder gut wird, also nicht katastrophisieren. Zweitens so aktiv und beweglich sein, wie es geht, also durchaus versuchen zu joggen, Rad zu fahren, sich zu bewegen und sich nicht verkrümmt, ängstlich auf dem Sofa zusammenlegen. Tief einatmen in diese schmerzenden Stellen, das klingt so ein bisschen esoterisch, aber ist ein sehr hilfreicher Tipp, dass man merkt, wo der Schmerz anfängt und dann ruhig und tief, nicht oberflächlich hektisch, sondern ruhig und tief da hineinatmet. Und das hilft natürlich nicht akut, aber sich überlegt, welche Themen, welche Probleme einen eigentlich so im Kreuz drücken, einen so belasten, die Sprache ist da ja sehr bildhaft und drückt das sehr deutlich aus, dass einem deswegen vielleicht die Last zu schwer ist und die Rückenschmerzen entstehen. Und mit all diesen Punkten ist es ziemlich wahrscheinlich, kann man ziemlich guter Hoffnung sein, dass in wenigen Tagen, spätestens in 2 Wochen, die Rückenschmerzen vorbei sind. In diesem Sinne, gute Besserung.